Leute, mein Name ist Epicstan und mit dabei ist heute die Katja. Hallo! Und schau mal, Katja, wir machen heute ein richtig cooles Baubattle. Und zwar werden wir eine 1-Dollar-Rakete und eine 1-Million-Dollar-Rakete bauen. Oh, und ich bin sehr gespannt, wer welche Rakete baut. Wenn du möchtest, kannst du sehr gerne auf den Knopf drücken. Und nein! Du baust die 1-Dollar-Rakete. Oh, das krieg ich aber auch und gut hin. Und ich werde hier die 1-Million-Dollar-Rakete bauen. Okay, ich bin sehr gespannt, Katja, wie deine 1-Dollar-Rakete aussehen wird. Geh mal zur Seite. Oh, Katja, okay, ich bin hier auf meiner Seite. Ich habe auf jeden Fall schon eine gute Idee, naja, was ich bauen werde. Bei mir wird natürlich alles sehr, sehr doll teuer aussehen. Ich kann dir auf jeden Fall verraten, dass ich hier eine Art Raketenabschussrampe bauen werde. Und die Rakete kommt bei mir aus dem Boden raus. Das wird cool aussehen. Okay, ich versuche das ja so groß, wie es geht, zu bauen. Ja, vielleicht auch ein bisschen größer. Weißt du schon, wie du deine, naja, 1-Dollar-Rakete bauen wirst? Nö. Oh nein, ich bin gespannt. Brauchst du die aus Erde? Ja, irgendwas Lustigem auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht so ganz. Okay, ich glaube, ich werde meine aus Quarz und aus Gold bauen. Das wird, glaube ich, richtig schön aussehen. Okay, hier werde ich auf jeden Fall meine Rakete reinbauen. Das hier ist der Grundriss der Rakete. Das bedeutet, ich werde hier so hoch bauen und die Rakete wird bei mir relativ hoch. Sie geht bis ganz nach hier oben. Hier kommt sie raus und dann werde ich, glaube ich, ja, hier so auf die Höhe meine Raketenspitze hier hinbauen. Oh, das wird sehr cool. Ich werde meine Rakete auf jeden Fall aus Quarz und aus Gold bauen und ich glaube, ich werde in meine Rakete ja noch ein paar Zimmer einrichten. Ja, ja, das werde ich machen. So viel Platz hast du? Ja, ein bisschen Platz habe ich. Vor allen Dingen geht die Rakete sehr weit nach oben. Also ich könnte sehr viele Etagen reinbauen. Das ist sehr cool. Okay, ich darf hier unten auf jeden Fall nicht das Triebwerk der Rakete vergessen. Das kommt hier unten noch hin. Dann würde ich sagen, ich baue jetzt hier erstmal die Rakete nach oben. Und dann kommt die Spitze oben drauf. Okay, ich glaube, die Größe von der Rakete gefällt mir auf jeden Fall schon sehr gut. Sie geht von ganz hier unten bis nach hier oben. Und hier oben kommt dann natürlich meine Spitze drauf insgesamt. Die Spitze werde ich, glaube ich... Ja, ich werde sie rot bauen. Ja, ich werde eine rote Spitze oben drauf bauen. Ganz genau so. Die läuft hier in der Mitte zusammen. Das wird sehr cool aussehen. Ich glaube, ich muss die Spitze noch ein bisschen größer machen. Da werde ich zusätzlich hier noch eine Art Treppe bauen, dass man hier in die Rakete reinkommt. Da werde ich hier noch so eine kleine Antenne oben drauf bauen. Und Fenster werde ich noch in meine Rakete reinbauen. Das wird, glaube ich, sehr cool aussehen. Und meine Rakete muss natürlich von innen auch noch ein bisschen eingerichtet werden. Ja, ich bin gespannt. Also, ich mache gerade auch noch außen designtechnisch was. Ja, ich glaube, so passt es ganz gut. Ja, da haben wir hier auf jeden Fall die Mitte. Die würde ich dann so bauen. So und so. Ja, das ist sehr gut. Okay, die Spitze habe ich hier auf jeden Fall schon mal. Und dann werde ich auf jeden Fall gleich einrichten. Das wird doch alles hier abgebaut. So und so. Und hier auch nochmal. Dann werde ich hier auf jeden Fall eine kleine Treppe bauen. Das mache ich vielleicht so insgesamt. Ja, dass man hier dann nach oben klettern kann und hier dann über eine kleine Brücke in die Rakete reinkommt. Hier kommt eine kleine Tür rein. Das wird sehr cool aussehen. So, da baue ich das hier ungefähr so nach oben. Ja, das gefällt mir sehr gut. Dann kann man hier immer rein und hier dann mit der Leiter nach oben zur Rakete reinklettern. So baue ich das hier. Ja, das gefällt mir sehr gut. Wie weit bist du denn schon, Katja? Also von außen jetzt gleich fertig. Innen habe ich wirklich wenig Platz. Also sehr wenig. Also da kann ich gar nichts mehr machen. Aber mal gucken. Also so ein kleines Cockpit wollte ich machen. Oh, das ist eine gute Idee. Stimmt. Wirklich sehr klein. So, da habe ich hier auf jeden Fall meinen kleinen Weg. Da geht es hier rein, hier nach oben. Und so kommt man hier in die Rakete rein. Okay, ich muss die Rakete jetzt von innen noch viel schöner machen. Hier oben kommen auf jeden Fall die Steuerelemente hin. Dann würde ich unten vielleicht noch ein Schlafzimmer machen und noch ein Lager. Ich glaube, das passt ganz gut. Ja, auf die Etage kommt das Schlafzimmer und dann geht es hier noch eins weiter runter bis hierhin und hier würde dann das Lager hinkommen. Dann mache ich da unten auf jeden Fall noch das Triebwerk hin und natürlich kommt hier noch der Treibstoff für die Rakete rein. Okay, hier unten werde ich auf jeden Fall die Tanks der Rakete platzieren. Ganz genau so. Ja, das passt sehr gut. Hier unten haben wir das Triebwerk. Ich baue die Tanks auf jeden Fall so hoch. Oh ja, das ist sehr gut. Okay, und dann, Katja, werde ich richtig doll schön einrichten. Bin so gespannt. Also, ich glaube, deine ist ja viel größer als meine. Oh, ich bin gespannt, wie groß deine sein wird. Da werde ich, glaube ich, hier neben meiner Rakete noch eine Satellitenschüssel platzieren. Oh, das sieht sehr cool aus. Dann haben wir hier noch ein paar Düsen. Die kommen hier natürlich außen an meiner Rakete auch noch dran. Einmal drumherum. So, ja, das passt sehr gut. Werden wir hier noch Düsen. Die würde ich, glaube ich, hier oben platzieren. Ja, die kommen hier drauf. Einmal so drumherum. Die verbinden sich miteinander. So und so. Oh, das sieht sehr cool aus. Und zusätzlich, Katja, werde ich hier in meine eine große Rakete innen
drin noch weitere kleine Raketen platzieren. Das ist, glaube ich, richtig cool. Ja, ja. Ich habe hier auf jeden Fall noch einiges an Platz. Und hier werde ich noch weitere Raketen lagern. Ich glaube, vielleicht auf dieser Höhe hier. Ja, das ist sehr gut. Okay, hier war auf jeden Fall ein Computer. Ich werde hier noch einen Tisch hin platzieren. Ich werde, glaube ich, hier auch den Tisch platzieren. Ja, ja, da kommt es hier an zum Computer. Das ist sehr gut. Hier kommen überall noch Tische hin. So, Stühle kommen natürlich hier auch überall hin. Dann hat man hier auf jeden Fall die Steuerzentrale. Hier kommt noch ein Computer hin. Hier natürlich auch. Okay, ja, das gefällt mir sehr gut. Ein paar Schränke kommen hier noch hin. Und so und so. Okay, hier kommt dann natürlich eine Leiter weiter runter. Hier wird oben in der Rakete allesamt gesteuert. Hier unten werde ich auf jeden Fall das Schlafzimmer bauen. Dazu wird hier natürlich der Fußboden noch ein bisschen erweitert insgesamt. So und so. Ja, ja, das gefällt mir sehr gut. Da werde ich hier auf jeden Fall ein paar Betten hin platzieren. Hier wird natürlich auch zugemacht. Und dann geht es hier noch eins weiter runter. Hier zum Lager. Hier kommen einige Kisten rein. Und ganz hier unten werden dann die ganzen weiteren Raketen gelagert. Das ist so cool. Vielleicht könnte ich hier noch ein bisschen Zaun hinmachen. Und dann bin ich tatsächlich auch schon tipptopp doll fertig, Katja. Und du kannst auf meine Seite rüberkommen und dir meine 1 Million Dollar eine Rakete anschauen. Sag mir dann Bescheid. Ja, bitte rüberkommen. Ah, jetzt schon. Ja, ja, ja. Oh, jetzt bin ich sehr gespannt, wie das bei dir aussieht. Du kannst dich umdrehen. Die ist ja winzig. Nein, dachte, die geht ja nach unten. Die ist riesig. Ach so. Guck mal, die steht da unten drin. Ah, ja, cool. Das ist cool. Ich dachte, aber sie sieht ein bisschen aus, als würde sie halt nur so ganz klein sein. Nein, die ist riesig. Die geht bis nach unten. Und schau mal, hier hast du den Eingang. Hier kannst du reingehen. Über die Leiter nach oben in meine 1 Million Dollar Rakete cool. Reinklettern. Nice. Und schau mal, hier direkt in der Spitze wow. ist das Kontrollzentrum. Und hier sind sogar die Leitungen bis runter. Oh, das ist nice. Ja, ja. Dann haben wir hier auf jeden Fall das Schlafzimmer. Und direkt unten drunter haben wir das Lager. Und ganz hier unten habe ich noch 2 zusätzliche Raketen. Und hier unten ist das Treibstofflager. Das sieht heftig aus. Ja, ja, danke schön, danke schön. Warte mal, ich muss mal von oben gucken. Die ist ja riesig dann. Ja, das stimmt. Schau mal, hier sind noch Düsen cool dran. Auch, ja. Dann habe ich hier noch eine Satellitenschüssel insgesamt und Solarzellen, die sich zuklappen lassen. Im Vergleich sieht meine wieder richtig klein aus. Du, nein, okay, ich komme rüber auf deine Seite, Katja. Meine ist halt... Ich bin so gespannt. Okay, kann ich mich umdrehen? Ja, kannst du. Und, wow. Meine. Die hebt gerade ab, deine. Ja. Wie cool ist das denn? Okay, du hast auf jeden Fall auch hier so eine Art Leiter nach oben gebaut. Ja, hier so sind sogar Baustellenmitarbeiter. Ja. Sehr cool. Ja, ja, da kann man hier nach oben hinklettern. Oh, und hier geht's in die Rakete rein. Oh, was haben wir denn hier? Wie süß. Alles aus Erde und aus Holz. Hier haben wir ein kleines Schlafzimmer. Oh, du hast das auch so gebaut wie ich, nur ein bisschen kleiner. Oh, wie cool. Der meint, es winzig dagegen. Das stimmt. Moment mal. Das hast du aber richtig cool gebaut. Also deswegen ja, ja. So. Die startet gerade deine Rakete. Das sieht richtig, richtig doll cool aus. Und schau dir mal hier meine an. Oh nein, aber meine geht noch richtig doll tief nach unten rein. Das stimmt. Das sieht richtig, richtig, richtig doll cool aus. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Katja vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.